Servus, liebe Leute, warum habe ich den Ton nicht an? Ich weiß selber nicht. Alles klar. Und ihr seht's unten. Es ist endlich passiert. Es ist endlich soweit. Ich habe meine Super-Magie-Truhe jetzt mal kostenlos bekommen. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich mal und Glück mal in so einem Battle. Nein. Nein, 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 nein. Pascal, nee, das ist unrealistisch. Das ist sowas von unrealistisch. Naja, ich will nicht lang drum rumreden. Die ist zwar auch scheiße, viel zu überteuert und voll der Dreck immer drin, aber ich kann mich ja mal zufrieden geben. Hier seht ihr sie. Hier seht ihr sie. Ich habe sie bekommen. Krasser Scheiß. Wollte ich euch eigentlich nur zeigen, aber es kommt noch was dazu. Ich würde gerne mal drüber reden, wie bekommt man denn überhaupt eine Super-Magie-Truhe? Also, ich kann es euch. Es gibt mehrere Arten, eine Super-Magie-Truhe zu bekommen. Als erstes, ihr bekommt sie einfach komplett randommäßig. Also, das heißt, ihr spielt einfach Clash Royale, füllt immer schön eure Truhenplätze und irgendwann bekommt ihr sie gedroppt, wie ich jetzt in diesem Fall. Eine andere Option ist, wartet, ich muss kurz einen Cut setzen. Eine andere Option ist natürlich, dass ihr euch App-Like runterladet. Das ist eine App wie App Bounty, Crab Points, Cash for Apps, sowas in die Richtung. Aber in meiner Meinung nach wesentlich besser, weil da mehr rausspringt dabei. Und ihr auch wirklich Apps spielen könnt, die ein bisschen besser sind. Das wäre auch eine Option, dass ihr da ein bisschen spielt. Könnt ihr euch dann Gutscheine kaufen. Hier zum Beispiel 138.000, 15 Euro Google Play Karte. Ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Einfach mal 15 Euro nochmal Google Play hinterher. Habe ich schon einmal freigeschalten. Und das Besondere ist halt, dass ihr noch mit euren Kumpels da zusammen eine Reihe bilden könnt und 25% von ihren Punkten kriegt, 25% von den Punkten, aber so können wir das natürlich machen. Das heißt, wenn ihr jetzt den Link in der Beschreibung runterladet, ich mache da kein Geheimnis drum, ist ja Schwachsinn, kriege ich 25% von allen Punkten, die ihr erspielt. Aber das ist ja nicht nur positiv für mich, das soll auch noch positiv für euch sein. Ihr bekommt natürlich auch noch 25% von meinen Punkten, die ich erspiele. Ihr seht, ich habe jetzt 102.000 Punkte, da könnte ich mir bald schon wieder 15 Euro Playstore-Gutschein zulegen. Habe ich da letztes erst mal gekriegt. Und je mehr ihr macht, desto mehr kann ich in Videos und so batschen. Und ihr bekommt natürlich auch viel zurück, weil ich dann umso aktiver spiele, umso mehr ich dann habe. Denn ich will natürlich auch umso mehr in die Videos stecken. Ist natürlich klar, also das ist so gegenseitig, können wir uns hochziehen und natürlich fließt das alles in Clash Royale oder halt in Verlosung ein. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber es gibt natürlich noch andere Wege, eine Magietruhe oder eine Super-Magietruhe zu bekommen, wie im Titel steht. Diesmal mal nicht klickgeil, Freude der Krankengymnastik, aber eigentlich schon. Obwohl, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eine Magical Chest wollt oder eine Super Magical Chest. Ich würde euch fast empfehlen, holt euch eine Magical Chest, denn Super Magie-Truhen sind echt recht teuer. Und ich meine, hier für eine 15 Euro Google Play Karte, wir können nochmal in Clash Royale springen. Das wären jetzt bei mir 700 Juwelen. 500 Juwelen kosten 5 Euro und dann kauft ihr euch einfach das für 20 Euro, könntet ihr ja 3 Magie-Truhen ziehen. Ihr bräucht für eine Super Magie-Truhe, müsstet ihr auf jeden Fall entweder zweimal das Juwelenfass kaufen. Das wären 40 Euro. Bisschen weniger wie 40 Euro. Ich rechne immer gern 37 Euro und die Kirchenglocken machen mich irgendwann noch fertig. Und die Autos. Ja, ich habe als Fensterhaufen, tut mir leid, aber die Qualität von mir ist ja eh immer scheiße. Also da solltet ihr euch langsam mit abgefunden haben. Auf jeden Fall, das waren die zwei Wege, wie ihr es bekommen könnt. Ihr könnt natürlich auch. Alles klar, Motorradfahrer, ich mach gleich das Fenster zu. Also beim nächsten Video das Fenster zu, hoffe ich. Vielleicht doch nicht, also gewöhnt euch dran. Ja. Das waren jetzt die zwei Wege. Es gibt natürlich noch andere Wege durch andere Apps, so Grab Points, Cash for Apps oder ihr kauft es euch halt günstiger bei IG Fold oder irgendwie sowas in die Richtung. Da muss ich mal gucken. Vielleicht wollen die mich ja ein bisschen sponsern. Ich glaube eher nicht, weil ich noch zu klein bin. Aber naja, da hätte ich dann vielleicht einen Rabattcode. Das wäre richtig cool, dass ihr da noch ein bisschen was günstiger kriegen würdet. Also die Karten, aber leider ist das noch nicht drin. Ich schreibe den nachher mal auf jeden Fall. Würde mich eigentlich auch interessieren, ob das klappen würde oder nicht. Warum denn nicht? Dann würde ich das immer davor mal einblenden kurz, aber dann wäre es für euch gut, für mich gut. Also jeder seine positiven Sachen. Ich glaube schon wieder viel zu lang rum. Wie bekommt man denn eine Super-Magie-Truhe? Also die Prozentzahlen sind echt, wenn ihr euch das angucken würdet, hundsmiserabel. Sehr unwahrscheinlich ist es, so einen zu bekommen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr wollt es gar nicht wissen, ihr wollt es einfach gar nicht wissen. Ihr kriegt echt. Boah, euch wird schlecht, wenn ihr es mitkriegt, wie viel die Prozentzahl ist. Ich sag's euch jetzt einfach mal nicht, weil.
Egal, ihr werdet es früher oder später rausbekommen. Und natürlich spenden wir. Nein, spenden wir nicht, weil Barbaren habe ich nur 800. Aber ihr seid unten. Ich habe jetzt meine erste bekommen und ich freue mich natürlich. Ich habe ein bisschen was drin. Hier, ihr seht es. 2784 und bis 3480 Gold, also sagen wir mal 3000 Gold ist drin. 17 epische, vielleicht mal eine legendäre, hatte ich auch schon länger nicht mehr. 104 seltene, 522 Karten insgesamt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Freue mich auf jeden Fall, wenn es eine legendäre wird. Was fehlt mir denn noch an legendären? So gefühlt alle. Also alle außer Arena 6. Der Funky fehlt mir, der Tunnelgräber fehlt mir und natürlich noch den Lava-Hound. Schade, bekommen wir vielleicht noch. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, hier eine super Magietruhe oder Magietruhe zu bekommen. Ihr könnt auch einfach, es gibt so, ich kann es euch nochmal kurz zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich da wechseln muss. Es gibt so eine Umfrage-App auf Google Play, da könnt ihr mal 50 Cent einfach mal so Gewinn machen. Wenn das ein bisschen länger durchzieht, könnt ihr da schon Geld machen, aber das empfehle ich euch jetzt nicht so wirklich. Das wäre der dritte Weg. Der vierte Weg wäre natürlich, ihr geht, wenn ihr habt einen Job oder so und investiert da einfach was rein, finde ich ein bisschen Schwachsinn. Oder fünfter Weg, da ist einfach richtiger Schwachsinn. Nee, macht das nicht. Lasst es euch von euren Eltern kaufen, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Gönnt es euch nicht, weil so wichtig sind die Super-Magietruhen auch nicht und die Magietruhen. Also, wartet, mein Tipp wäre, macht App-like, wenn ihr so zwischen, was weiß ich, 8, wenn ihr 8 seid, meine Zuschauer, Respekt, zwischen 8 und 16 seid, dann könnt ihr es euch noch überlegen, aber wenn ihr älter seid, könnt ihr arbeiten gehen, könnt ihr euch das locker holen, weil das ist ein bisschen zeitaufwendig, das App-like, das Ganze, das gebe ich zu, aber wenn ihr das vernetzt mit meinem oder mit Kumpels, ist das natürlich sehr, sehr viel schneller. Also Link unten in der Beschreibung und wenn ihr aktiv spielt, läuft es auch. Ansonsten habt einen schönen Tag und morgen werden wir die Truhe dann öffnen. Viel Spaß noch und für gutes Wetter ist draußen, also wünsche euch viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Dreckskanal. Man sieht sich an einem Dreckstag wieder. Ciao, ciao. Boah, schlecht. Din baromână se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am putut de caia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci